Die Bildung spielte im Gothaer Land schon immer eine wesentliche Rolle. Wir stehen hier, Sie sehen es im Hintergrund, vor dem Gothaer Gymnasium Ernestinum, dem ältesten Gothaer Gymnasium, dem ehemaligen herzoglichen Gymnasium, gegründet im Jahre 1524. Soweit, so gut. Doch das Gymnasium Ernestinum müsste dringend komplex saniert werden. Dabei ist uns schon klar, dass sich so eine Komplexsanierung nicht von alleine finanziert. Hier ist sehr viel Geld erforderlich, Geld, was der Landkreis so noch nicht hat. Von daher unterstütze ich ganz klar die Erfurter Erklärung, eine Änderung zur Thüringer Kommunalordnung, die es den Kommunen und den Landkreisen ermöglicht, neue Einnahmen zu generieren. Einnahmen aus der Energiewirtschaft, an die denke ich hier als erstes. Wir finden es, dass es endlich an der Zeit ist, diesen Schülern, den Eltern und auch den Lehrern eine Antwort zur Komplexsanierung zu geben. Die Komplexsanierung darf nicht noch weiter über Jahre hinausgeschoben werden, sondern muss jetzt spürbar für Schüler, Eltern und Lehrer auf die Tagesordnung gesetzt werden. Unsere Forderung ist es, Komplexsanierung des Gymnasiums Ernestinum jetzt. Wir Grünen stehen ja bekanntermaßen für Vielfalt. Vielfalt finden wir auch in der Bildungslandschaft sehr wichtig. In der Gothaer Bildungslandschaft gibt es auch an Vielfalt in Schulen. Mittlerweile haben wir 3 Schulen in freier Trägerschaft. Eine Entwicklung, die wir sehr begrüßen. Somit haben die Eltern die Möglichkeit, neben den staatlichen Angeboten auch die Angebote von freien Trägern zu nutzen.